Herzlich willkommen zu meiner Hausarbeit Kinetik, Reaktion, Nullter Ordnung. Ich werde euch jetzt mal kurz was über den Inhalt meiner Präsentation sagen. Zunächst komme ich auf die Reaktionsordnungen zu sprechen, beziehungsweise allgemeine Dinge über Reaktionsgleichungen. Anschließend die Einteilung der Reaktionsordnungen, woraufhin ich dann auf mein Hauptthema zu sprechen komme, die Reaktion nullter Ordnung, wo ich euch anhand eines mechanischen Beispiels die Reaktion nullter Ordnung erklären möchte und euch erzählen möchte, wo diese Reaktion nullter Ordnung überhaupt vorkommen. Reaktionen lassen sich über eine Reaktionsgleichung formulieren. Diese Reaktionsgleichung drückt aus, wie viele Edukte miteinander reagieren müssten, um eine gewisse Anzahl Produkte zu erhalten. Diese hier gezeigte Reaktionsgleichung zeigt, dass 2a-Teilchen plus b plus c plus d-Teilchen miteinander reagieren müssen, um ein e-Produkt zu erzeugen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Reaktion in der Form, also dass alle 5 Teilchen gleichzeitig zusammentreffen, so abläuft, ist allerdings eher gering. Daher ist es wahrscheinlicher, dass zunächst 2 bis 3 Teilchen aufeinandertreffen und ein Zwischenprodukt bilden. In meinem Fall starten wir mit einem 2a-Teilchen, das zu einem A2-Teilchen reagiert. Das A2-Teilchen ist dann hier mein Zwischenprodukt. Dieses trifft im nächsten Schritt dann auf ein B- und ein C-Teilchen, das das Zwischenprodukt A2BC bildet. Dieses reagiert dann mit meinem D-Teilchen, woraufhin dann mein finales Endprodukt entsteht, mein E. Die Zerlegung der Gesamtreaktion in kleine Zwischenprodukte wird auch Elementarreaktion genannt. Wie die Reaktionsgeschwindigkeit der kleinen Zwischenschritte und der jeweiligen Konzentration der jeweiligen Edukte, also mein A, B, C und D, abhängt, kann man anhand von solchen Modellen, wie ich dir hier gezeigt habe, oder experimentell bestimmen. Diese Abhängigkeit wird als Reaktionsordnung bezeichnet. Eingeteilt werden die Reaktionsordnungen in 4 Ordnungen, und zwar in die Reaktion nullter Ordnung, erster Ordnung, zweiter Ordnung und dritter Ordnung. Hier in meiner Hausarbeit befasse ich mich mit der Reaktion nullter Ordnung. Dazu eine kleine Definition. Bei einer Reaktion nullter Ordnung ist die Konzentrationsgeschwindigkeit von der Konzentration des zerfallenen bzw. umgesetzten Reaktionspartners unabhängig. Hier haben wir mein mechanisches Beispiel und ich hoffe, dass es euch zum Verständnis beitragen wird. Ich habe ein Gefäß A, meine Weinflasche, und ein Gefäß B, mein Weinglas. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Weinflasche schon angebrochen wurde und jetzt nur noch genauso viel Volumen an Wein enthalten ist, wie in das Weinglas mein Gefäß B passen würde. Zu Beginn haben wir unsere Weinflasche, dessen Füllstand der Konzentration des Anfangsstoffes entspricht, und unser Weinglas, das der Konzentration des Endproduktes entspricht. Zu Beginn ist die Flasche noch gefüllt und das Glas leer, also ist die Konzentration in der Flasche hoch. Jetzt wird der gesamte Wein aus Gefäß A in das Gefäß B gefüllt. Dabei sinkt der Füllstand der Flasche kontinuierlich ab, während der Füllstand des Glases kontinuierlich steigt. Die Geschwindigkeit, also Menge pro Zeit, ist konstant. Das Volumen des Gefäßes ist ein Maß für die Geschwindigkeitskonstante. An der grafischen Darstellung kann man nochmal gut erkennen, dass wenn man die Beziehung einträgt, die Konzentration linear abnimmt und unabhängig von der Zeit ist. Allgemein berechnet man die Reaktion nullter Ordnung wie folgt. Reaktionsgeschwindigkeit gleich minus Delta Konzentration des Stoffes A zum Zeitpunkt T durch Delta T ist dann gleich der Geschwindigkeitskoeffizient. Bezogen auf unser mechanisches Beispiel rechnet man also die Änderung der Konzentration mit der Zeit gleich
K0 gleich minus Delta A durch Delta T. Es ist im Prinzip dieselbe Formel wie vorhin, nur mit anderen Buchstaben. Wollen wir die Ausbeuten und die Reaktionszeiten berechnen, bezogen auf unser Ausgangsstoff A, erhalten wir folgendes Geschwindigkeitsgesetz. Konzentration A ist gleich Konzentration A zur Zeit 0 minus K0 mal T. Indem wir unser A in unsere Interessengrenzen A und A0 integriert haben. Eine weitere wichtige Kenngröße ist die Halbwertszeit, die angibt, wann die Konzentration auf die Hälfte abgesunken ist. Da für die Reaktion nullte Ordnung die Zeit nicht konstant ist, ergibt sich dafür folgende Formel. Im Laufe der Reaktion wird die Halbwertszeit immer kürzer. Wo bzw. wann tritt der Fall der Reaktion nullter Ordnung ein? Reaktion nullter Ordnung finden wir bei Reaktionen an Feststoffoberflächen, bei photometrischen Reaktionen und bei enzymatischen Reaktionen. Daher habe ich für euch nochmal ein Beispiel für die Reaktion nullter Ordnung anhand des enzymatischen Abbaus von Alkohol im menschlichen Organismus. Wir haben zunächst unser Alkohol, das mit Hilfe eines Enzyms, dem ADH, der Alkoholdehydrogenase, in ein Zwischenprodukt umgewandelt wird, und zwar in das Acetaldehyd. Die Substanz ist für den Körper allerdings sehr schädlich, weshalb die Leber ein zweites Enzym zur Reaktion dazugibt, das ALDH, Acetaldehyd. Dehydrogenase. Diese wandelt das Acetaldehyd in Essigsäure um, welches wiederum ein normales Stoffwechselprodukt des menschlichen Körpers ist. Die Essigsäure wird dann genutzt für die Gewinnung von Energie in Form von CO2 und H2O oder zum Aufbau von Fetten. Wenn man jetzt also den Blutalkoholkonzentration gegen die Zeit aufträgt, erhält man eine Grafik, wie man sie eben hier sieht. Die Konzentrationszeitzusammenhang ermöglicht es, die Blutkonzentration Stunden vor der Bestimmung zurückgelegter Zeit abzuschätzen. Die Reaktionsgeschwindigkeit wird hier von der zur Verfügung stehenden Enzymkonzentration bestimmt. Der Alkohol liegt hier zur Enzymkonzentration im Überschuss vor. Also kann die abgebaute Alkoholmenge pro Stunde bestimmt werden. Denn die Steigung ist konstant und die Reaktionsgeschwindigkeit ist konstant. Wobei sie jedoch unabhängig ist von der Konzentration des Alkohols. Zum Beispiel, wenn ca. 100 Milligramm Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde abgebaut wird, findet also eine Abnahme des Blutalkohols um ca. 0,1 Promille pro Sekunde statt. Berechnet, also in Formelschreibweise, bedeutet das, dass R, die Änderung der Konzentration mit der Zeit, gleich K0, die Geschwindigkeitskonstante in Einheit Mol pro Liter Sekunde, mal dem Ethanol hoch 0 gerechnet wird. Das war's dann auch schon. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Und es folgen nun nur noch meine Quellen.